Also ich habe hier den Olympia-Looping und wenn ich aus Wikipedia sehe, dass die Fahrbahn ungefähr 30 Meter hoch ist, will ich wissen, wie schnell, wenn der da oben startet, gleich hier so in der ersten Kurve, welche Beschleunigungen wirken da, welche Kräfte wirken da, welche Geschwindigkeiten habe ich. Die Geschwindigkeit steht auch in Wiki und die Beschleunigung 5,2 g steht auch in Wiki, aber ich will diesen Weg, das will ich selber nachrechnen. Ziel der Aufgabe, los geht's. Ich schaue mir das Foto genau an und ich stelle fest, dass das Rote hier sind auf meinem Bildschirm 5,5 cm und laut Wiki entspricht es 32,5 Meter. Und jetzt als nächstes interessiert mich hier dieser Radius. Da ist er. Hier der Radius von diesem Kreis. Und der sind 2,1 cm. Und jetzt einfach den Dreisatz. 5,5 cm entspricht 32,5 Meter. Ein Zentimeter entspricht dann, da teile ich hier das durch 5,5 cm. Also 32,5, machen wir größer, so. Meter dividiert durch 5,5 cm. Und jetzt, um zu wissen, was ich bei 2,1 cm habe, mal 2,1 cm. Also habe ich hier 2,1 cm mal 32,5 Meter dividiert durch 5,5 cm. Und das sind dann hier 12, wo habe ich es da? 12,4 Meter. Genau. 12,4 Meter, das ist mein Radius. Also R ist 12,4 Meter. Vielleicht ist das hier oben noch interessant. Ein Zentimeter entspricht auf meinem Bild, in meinem Ding immer 5,9 Meter. Also wenn man sowas mal hat, dann kann man sämtliche Längen in dem Bild ungefähr abschätzen. Und für mein Beispiel habe ich jetzt schon mal den Radius. Genau. Und als nächstes brauche ich die Geschwindigkeit. So, also wieder kleiner machen und in dem Fall mal alles hier wegwischen. Wir merken uns die 12, den Radius merken wir uns und es geht weiter. So. Der wird hier losgelassen, saust runter und da unten will ich es wissen und das ist hier dieser Energieansatz. Die Höhenenergie wird umgewandelt in Ekin, in Bewegungsenergie. Also m mal g mal h gleich 1/2 mv Quadrat. Und die Masse, die kürzt sich weg. Es ist egal, wie schwer ich bin, immer die gleiche Geschwindigkeit. Und dann mal 2, weil ich ja v wissen will. Also v hier, v Quadrat ist 2 mal g mal h. Und dann habe ich v ist eben die Wurzel aus. 2 mal die 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat mal 32,5 Meter. Und da kommt raus 25, genau. V ist ungefähr, also 25,25 Meter pro Sekunde. Das ist dann 91, nein, ich, ja, 91 Kilometer pro Stunde. Kilometer pro Stunde. Und Vicky sagt 80 Kilometer pro Stunde. Und damit bin ich sehr glücklich. Also das ist mein Theoriewert, das ist der Wiki-Wert. Ich habe ja in meiner Theorie die Reibung nicht berücksichtigt. Dadurch, dass ich jetzt hier Reibung habe, bin ich in Realität etwas langsamer. Und ein bisschen mehr wird 10% langsamer, ein bisschen mehr wird 10% re- passt. Passt gut. Weiter geht's. Wenn ich die Geschwindigkeit mal selber abgeschätzt habe, ja, und deswegen auch Wiki glaube, will ich jetzt an der Stelle wissen, da am tiefsten Punkt, welche Kräfte wirken? Dazu brauche ich mein FZ, die Zentrifugalkraft. FZ ist mv Quadrat durch r. Und das vergleiche ich mit F ist m mal a, Masse mal Beschleunigung. Und dann stelle ich fest, dass da hinten, das ist die Beschleunigung. Ich will zum Start gar nicht die Kraft wissen, sondern die Beschleunigung. Die finde ich viel spannender. Also ich weiß hier, also a gleich V Quadrat durch R. Jetzt nehme ich also meine Geschwindigkeit, die 25,25 Meter durch Sekunde in Klammern zum Quadrat durch meinen Radius, das waren die 12,4. 12,4 Meter und bekomme dann eine Beschleunigung von 51 Meter durch Sekunde Quadrat. So, und was heißt es? Ich weiß, also das G ist ja 1 mal 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat. Diese 51 teile ich einfach durch die 9,81, weil es dann anschaulicher wird. Also ich mache so eine Nebenrechnung. Die 51 geteilt durch 9,81, da bekomme ich dann irgendwas raus, ist ungefähr 5,2
Genau. Und dann schreibe ich, nicht a ist 51 Meter pro Sekunde Quadrat, sondern ist ungefähr 5,2 g. Also ich kann es so hinschreiben oder kann es so hinschreiben. Das mit den g ist halt viel anschaulicher. Also das ist 5-mal die Erdbeschleunigung. Dagegen dieses Meter pro Sekunde Quadrat kennt keiner. Aber 5,2, also grob, ja, 50 Meter pro Sekunde Quadrat sind ungefähr 5 g. Damit kann man was anfangen. Gut. Das ist theoretisch das, was bei Wiki steht. Allerdings, wenn ich jetzt hier so in der Kurve nach unten, also ich bin hier in dem Wägelchen, dann habe ich hier 5g wegen der Zentrifugalkraft. Dann kommt ja auch noch so 1g, kommt dazu wegen meiner Gewicht und dann hätte ich 6g. Und ich habe ja an der Stelle meinen zu hohen Wert eingegeben. Würde ich an der Stelle die 80 Kilometer pro Stunde natürlich umgerechnet in, mit dividiert durch 3,6 in Meter pro Sekunde, würde ich die reingeben, dann käme ich hier etwa auf 4G und mit dem einen G, weil ich ja einfach die ganz normale Erdbeschleunigung habe, komme ich auf die etwa 5G, die auch in Wikipedia stehen, das heißt, das passt alles schön rund zusammen. Und wichtig ist, ich beginne hier immer, also je weiter hinten, desto mehr runde ich. Also diese 5,25, das ist ja eh nur so ein Theoriewert. Aber wenn ich dann eine Aussage über die G treffen soll, gebe ich so wenig wie möglich Ziffern an. Lieber 5G als 5,2G, weil man sieht doch, alles, was ich hier mache, ist alles nur eine Näherung. Genau, aber mit in dem Bereich ist es. Ich dachte eigentlich ursprünglich 3G wäre das Maximale, aber man kriegt ja echt 5G. Nächstes. Ich will jetzt, also das waren jetzt die G da unten. Ach, die Masse, die Kraft. Die ist nicht so wichtig, aber die kann ich auch machen. Die Kraft ist ja immer F ist M mal A. Und wenn ich hier meine Masse reingebe, 73 Kilogramm, und dann hier das A in 51 Meter durch Sekunde Quadrat. Und dann bekomme ich irgendwelche Newton raus. Also ungefähr 5-mal so viel, wie ich jetzt spüre. Ich spüre jetzt die Gravitation der Erde. Und wenn ich hier nicht 1G habe, sondern 5G, dann ist es so 5-mal so viel. So, nächstes. Jetzt will ich nämlich diesen höchsten Punkt nehmen. So. Also mich interessiert hier oben die Kraft, ja, und die Beschleunigung. Dann habe ich einen neuen Kreis. Ja, dieser neue Kreis hat jetzt hier wieder irgendwelche Zentimeter. Die Zentimeter rechne ich wieder um. Also ich habe hier 5,5 ist 32. Dann der Durchmesser ist 3 cm. Also der Radius ist 1,5 Meter und 1,5 Zentimeter. Und das habe ich irgendwo, genau, 8,8 Meter sind das dann. Das entspricht 8,8 Meter. Also das ist ungefähr so der von hier nach hier. Gut. Den Radius habe ich gegeben und dann habe ich hier eine spezielle Höhe und zwar ist es nur diese Höhe. Hier. Weil wenn ich da oben starte, wird ja die Höhenenergie umgewandelt in Bewegungsenergie. Dann wird wieder Bewegungsenergie umgewandelt in Höhenenergie. Welche Geschwindigkeit habe ich hier oben? Insgesamt, welche Newton, also welche Joule wurden denn jetzt umgewandelt in kinetische Energie? Das ist das hier. Ja, und das sind 8,1 cm. Und das entspricht, also H ist gleich 10,6 Meter. 10,6 Meter. Also ich habe zwischen dem Punkt A und dem Punkt B 10,6 Meter verloren. Die wurden in Geschwindigkeit umgewandelt. Ja, und hier habe ich jetzt also wieder 1,5 mv² gleich m mal g mal h und v ist Wurzel aus 2 mal g mal h. Also v ist die Wurzel aus 2 mal 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat mal 10,6 Meter. Und da komme ich auf 14,4 Meter pro Sekunde. 14,4 Meter pro Sekunde. So nochmal, weil es nicht so einfach ist. Bei der Formel Höhenenergie wird in Bewegung umgewandelt, habe ich jetzt als Höhe nur das, was wirklich zwischen A und B verloren wurde. Also wenn ich jetzt, wenn ich so mache, genau, wenn ich so fahre, ich fahre hier los, juhu, ich erzähle alles dreimal, aber ich bin Lehrer, das machen wir immer so. Ja, nur so, diese Höhe wurde verloren, ja, und die wurde in kinetische umgewandelt. Genau. Und natürlich habe ich jetzt, das ist wieder eine Näherung, weil die Reibung fehlt. Und wenn ich das wieder einsetze in
FZ ist mv Quadrat durch r, also diese Geschwindigkeit. Dann bekomme ich ein hier ein a, ja, und FZ ist f, nicht FZ, f so. Ja, f ist m mal a, also a gleich v Quadrat durch r. Ich habe ja jetzt, ich habe hier meine Geschwindigkeit, ich habe hier den Radius und einfach einsetzen und dann komme ich auf 23, genau, 23,5 Meter durch Sekunde Quadrat und da sage ich ungefähr 2G. Also hier am Schluss, je weiter hinten, desto mehr Runden. Das heißt, ich habe Looping, juhu, an dem Punkt, Rädchen und da bin ich, juhu. Also ich hätte eine Beschleunigung von 2G hier und die Erdanziehung von einem G nach unten, das heißt, ich spüre nur ein G. Ja, nach außen. Und weil es keine Reibung gibt, bin ich vermutlich langsamer. Vermutlich ist a kleiner als ein g. Aber ich falle nicht runter. Ich bin auch festgeschnallt, deswegen kann ich sowieso nicht runterfallen, aber es müsste eigentlich gut gehen. Ja. Gut. Und das sind jetzt so, das ist so, so geht man ran an die Aufgabe. Ja. Also nochmal so zur Wiederholung, man aus dem Foto, wenn ein Maß gegeben ist, kann man über die Zentimeter sämtliche andere Maße nehmen und dann interessieren mich fast diese Beschleunigungen a am meisten und ich finde bei den a, die Beschleunigung sollte man immer angeben in 3G, 5G bei diesen Aufgaben, weil man das sich vorstellen kann und dann ist es gut. Man kann auch die Kraft in Newton angeben, ja, so und so viel Newton, aber es ist nicht so anschaulich. Okay.